herzlich willkommen zu Overtime, dem Interviewformat, in dem wir mit Spitzensportlern und Top-Führungskräften zu Themen uns austauschen, in dem wir Werte betrachten und ganz spannend gucken, wo es Verbindungen zwischen Führung und dem Spitzensport gibt. Wen wir heute treffen, schauen wir gleich mal nach. Ja, dann nochmal herzlich willkommen. Jetzt sind wir mitten in der Trainingshalle und ich darf mich besonders freuen, dass ich zwei besondere Gäste heute hier habe. Zum einen Stefan Dohler, den Vorstandsvorsitzenden der EWE AG. Herzlich willkommen. Moin. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und Mladen Drenjic, Head Coach der EWE Baskets. Herzlich willkommen. Dankeschön. Moin. Wir sind, wie gesagt, hier im Trainingscenter. Das ist ja auch ein besonderer Ort. Was verbindest du denn hier mit diesem Ort? Ja, das ist das wichtigste Gebäude in Club, glaube ich. Und das ist auch unsere Werkstatt, unsere Wohnzimmer. Und die Sportler und Trainer hier verbindet, wie gesagt, sehr viel Arbeit, sehr viel Schweißarbeit. Und wir feilen hier unsere defensive, offensive Konzept. Und natürlich für jeden Sportler, wie gesagt, diese Halle hat eine Tradition, beziehungsweise wenn man schaut sich die Bilder und Erfolge des Clubs, dann sieht man auch die Spieler, die haben hier früher gespielt und dann sieht man oder kann man auch irgendwo, wenn man sich tiefgründig in sich reinziehen, dann kann man auch sich erinnern an den Spieler wie Julius Jenkins, von welcher Position hat gemocht zu werfen, von einem Chris Kremer, von einem Aaron Baines, der hat Dunkings gemacht und so weiter und so weiter. Und glaube ich, das ist ja sehr wichtig, dass wir haben so eine Trainingshalle, weil wir müssen uns auch heimisch fühlen in den Verein, in unsere Arbeit. Und da holen wir unsere neue Energie für das nächste Spiel. Ist so ein Ort, aus dem aus Talenten Profis werden letztendlich, ne? Die Halle ist von morgen Frühstunden bis abends Spätstunden besetzt. Nicht nur mit den Profis, sondern auch mit unseren Nachwuchsspielern. Und da ist tatsächlich täglich Betrieb, abhängig davon, wie gesagt, ob die Kinder kommen vor der Schule, ob die kommen in den Stundenpause oder wie gesagt nach der Schule. Aber hier ist schon viel Betrieb. Ja. Sie sind ja jetzt nicht unbedingt beruflich auf dem Basketballplatz unterwegs, aber haben auch sicherlich sehr wichtige Termine und Veranstaltungen. Gibt es für Sie sowas wie einen Rückzugsort oder Raum, wo Sie sagen, da bereite ich mich vor mental auf wichtige Termine? Ich habe so eine Eigenart, ich komme morgens früh ins Büro, das ist so meine Stunde, bevor es losgeht. Ich komme so irgendwie kurz nach 7 typischerweise ins Büro und so ab 8 gehen dann die Termine los. So diese eine Stunde, das ist so für mich die Zeit, wo noch keiner mich belästigen sollte besser. Da brauche ich meine Tasse Kaffee und meine Ruhe. Und da gehe ich einmal so ein bisschen den Tag durch und konzeptionell so ein bisschen, was kommt jetzt so. Das ist für mich so die Stunde, die ich brauche, um den Tag so ein bisschen zu sortieren und nochmal so ein paar Schwerpunkte zu nehmen. Und ansonsten, klar, ist es sehr flexibel mittlerweile geworden und sehr frei, wo man arbeitet. Wahrscheinlich fehlt was, wenn diese Stunde nicht da ist, oder? Wenn das mal nicht so klappt. Ja, es gibt Zeiten, wo es dann schon um 7:30 die ersten Termine anstehen oder Sachen da sind. Und dann merke ich schon, dann fehlt mir das. Ne? Dann merke ich schon, das macht man mal, aber das will ich dann vielleicht 2-3 Mal die Woche. Aber sonst, ich glaube, ist auch nicht so beliebt, wenn ich Leute um 7:30 schon zu mir bitte. Aber davon abgesehen, tatsächlich ist es so, ich bin nicht so ein Abendtyp, der dann abends noch um 9 Uhr abends anfängt, sich Themen zu überlegen. Das ist nicht so meins. Okay, vielen Dank. Wir haben ja ein Führungskräfteentwicklungsprogramm bei den EWE Baskets, das Team Leben Erfolg Erleben heißt. Und da ist einer der 4 wichtigsten Werte, über die wir da sprechen, Respekt. Was verbinden Sie als Vorstandsvorsitzender mit diesem Thema? Hat ja 2 Dimensionen. Einmal finde ich, hat es eine persönliche Dimension und eine Dimension für das Unternehmen. Und wenn ich mal vielleicht mit der persönlichen anfangen darf, für mich ist Respekt ein absoluter Kernwert. Es gibt echt wenig Dinge, wo ich Blutdruck bekomme. Ich glaube, da ist im Laden ein bisschen anders unterwegs, aber ich habe echt selten so richtig Blutdruck. Aber wenn ich ein Thema habe, wo ich Blutdruck bekomme, ist, wenn ich respektloses Verhalten erlebe. Das ist für mich so ein Null-Toleranz-Thema.
da kriege ich wirklich echt Blutdruck, weil ich das so schrecklich finde, Leute respektlos zu behandeln, Menschen respektlos zu behandeln oder auch Tiere, egal, also alles. In der Unternehmensdimension färbt es natürlich ein bisschen ab, aber da hat es natürlich auch sehr, sehr viele Dimensionen. Im Sinne von Führung ist es sicher erstmal der Respekt vor der eigenen Aufgabe, vor der Verantwortung. Ich glaube, da eine gewisse Demut auch zu haben und nicht zu meinen, hoppla, jetzt komme ich, ich bin der große CEO und weiß Bescheid und werf Hirn vom Himmel, sage ich immer, das ist die falsche Denke. Sondern den Respekt davor haben und dann eben auch mit den Menschen, mit denen man arbeitet, egal ob es Kunden sind, ob es Führungskräfte sind, ob es Mitarbeiter sind oder ob es egal wer ist in meinem Umfeld, möglichst mit dem gleichen Respekt auf Augenhöhe für deren Aufgabe, für deren Anliegen auch zu behandeln. Und ich glaube, wenn man mit dieser Grundeinstellung rangeht und das versucht auch wirklich zu leben, dann macht man auch im Unternehmen vieles richtig und das Unternehmen selbst macht vieles richtig. Und der Spiegel ist logischerweise, wenn ich diesen Respekt vermissen lasse, dann wird es richtigerweise auch schwer. Und ja, ich glaube, das ist so, was ich damit verbinde, diese beiden Pole. Und Sie haben ja gerade gesagt, Respekt als Demut auch vor der Aufgabe ist aber was anderes als Angst. Ne? Weil wenn man sagt, ich habe Respekt vor einer Aufgabe, verbinden manche das ja auch mit Angst. Das ist aber was anderes, oder? Angst ist was ganz anderes. Also ich finde, Respekt ist dann eben zu sagen, okay, ich weiß, ich muss wach bleiben. Ich muss mir vielleicht auch Hilfe holen, ich muss mich mit anderen zusammentun, ich muss überlegen, wie ich vorgehe. Ich meine, am Ende haben wir Verantwortung jetzt in unserem Unternehmen für 10.000 Mitarbeitende, viele auch indirekte, die sozusagen im Umfeld der EWE beschäftigt sind. Dazu haben wir die Verantwortung auch für eine ganz, ganz große Anzahl von Kunden, für Versorgungssicherheit, dass hier die Lichter anbleiben, dass es im Winter warm bleibt, dass wir faire Preise bieten. Im Moment haben wir leider auf der Service-Seite, also im Umgang mit unseren Kunden, nicht das, sagen wir mal, tatsächlich die Leistung, die wir typischerweise bringen wollen. Da sind wir nicht mit uns zufrieden. Da ist im Moment echt einiges im Argen, wo wir daran arbeiten. Davon muss man dauernd Respekt haben. Man darf nicht sagen, komm, das kriegen wir schon irgendwie hin, sondern das ist dann Kernaufgabe zu gucken, wie kann ich meinen Kunden, die am Ende unser aller Geld bezahlen, also in unserer Unternehmung, sage ich mal, wie kann ich denen gerecht werden? Und davon muss ich dann den nötigen Respekt haben, damit ich da auch wach bin und die nötige Sorgfalt reinlege. Und auch im Umgang mit meinen, egal Partnern, egal ob es Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeitende sind, gut umgehe. Weil ich finde, nur wenn ich denen respektvoll begegne, dann kann ich das selber auch zurückerwarten. Absolut. Und wenn ich mir vorstelle, wenn ich im Servicebereich bin und habe den 21. Anrufer, der das Gleiche fragt, dann ist es für den 21. ja trotzdem sein erster Anruf, der genauso respektvoll behandelt werden will, wie der erste Anrufer an dem Tag. Ich glaube, das ist als Mitarbeitender auch ganz schön herausfordernd, manchmal sich das immer wieder vor Augen zu führen. Das ist korrekt. Und tatsächlich ist es so jetzt gerade in so einer angespannten Situation, in der wir leider nun mal sind, wo wir sicher auch Dinge nicht immer perfekt und richtig gemacht haben, müssen wir dann eben auch tatsächlich darum bitten zu sagen, habt ein bisschen Verständnis für uns, wir arbeiten dran, aber auch zu zeigen und dann auch die Glaubwürdigkeit dafür zu haben, dass wir das wirklich ernsthaft angehen und daran arbeiten und nicht das irgendwie so locker abschütteln, sondern wirklich sagen, für den Kunden ist es halt ein schlechtes Erlebnis. Genau. Das ist einfach blöd, wenn Sachen schief gehen, wenn Sachen nicht schnell gehen und dann müssen wir uns das auch zurechnen und davor muss man dann auch A für sich selber, aber dann auch gegenüber all denen, die da natürlich drunter leiden, glaube ich, dann mit Respekt da rangehen und, wie Sie es gerade gesagt haben, sich in deren Situation versetzen und nicht aus sich selber heraus versuchen, das zu bewerten allein. Das reicht nicht. Absolut. Danke. Mladen, als Trainer hast du ein Team, das du auch mitformst. Wie wichtig ist dir ein respektvoller Umgang im Team? Ich glaube, wie gesagt, besonders von dem Anfang, wenn die Mannschaft kommt zusammen und dieses Jahr, wir haben viele neue Spieler und es ist wichtig, dass die vielen von meiner Seite Respekt, ja, dass die vielen von meiner Seite Respekt als Sportler und natürlich als Person. Und glaube auch, meine Philosophie in nächstes Jahr, die habe ich angefangen zu praktizieren. Hat gegenüber mich auch ein Spieler gesagt, wie er sagt, ich habe viele Trainer erlebt, aber für mich ist ganz Besonderes hier zu sehen, dass wir sind, wenn wir reden, auf dieselbe Augenhöhe. Und ich glaube, das ist wichtig für die Sportler, dass die können sich entfalten.
Und natürlich auch, wenn ich als Vorbild das vorlebe, dann ist auch natürlich für mich wichtig, dass ist egal, ob ein Spieler spielt 30 Minuten, ob ein Spieler, wie gesagt, ist elfter Spieler. Er muss auch, wie gesagt, von meiner Seite dieselbe Respekt bekommen und natürlich auch zwischen den Spielern muss dieselbe Respekt als Mensch zu Mensch gleich sein. Ist egal, ob das tatsächlich einer ist, der spielt 10 Jahre hier oder ist ein der kommt erstes Mal in unseren Club. Und also wer dich nicht kennt, woran merkt man das denn, dass du mit allen, also dass du einen respektvollen Umgang pflegst? Ja, ich versuche tatsächlich konstruktiv und Kritik ist indirekt in die Situation bezogen, nicht auf den persönliches Handeln. Und das ist etwas, was, glaube ich, ist für den Spieler sehr wichtig, dass man erklärt Situation und wie können die deren Handlung Optionen verbessern, als einfach persönlich reinzugehen und wie gesagt, ihn ohne Respekt zu behandeln, beziehungsweise auf seine Stolz zu attackieren. Und natürlich dann, das ist für mich nicht akzeptabel als Person, aber von anderer Seite, das kann auch entwickeln eine negative Erlebnis in der Mannschaft, wo dann werde dieselbe Person auch dann Respekt von seinen Mitspielern verlieren. Dankeschön. Bitte schön. Es gibt von Ihnen als Neuwahn bei der EWE die Geschichte, dass eine Ihrer ersten Aktivitäten war, dass Sie teilgenommen haben oder an einem Azubi-Seminar oder da waren als Gesprächspartner und da Fragen beantwortet haben. Wie sehr ist das für Sie auch ein Signal in Richtung Respekt vor allen? Oder was ist so der Grund, dass Sie das gemacht haben? Also das war tatsächlich erstmal Neugier. Ich habe gesagt, bevor ich irgendwas mache im Sinne von, das war Anfang des Jahres, als ich angefangen habe, von mittlerweile fast 4 Jahren, bevor ich losgehe und gehe da auf irgendwelche Neujahrsempfänge und was so Anfang des Jahres alles so im Kalender steht, wo ganz viele kommen und wollen einen sehen und wer ist denn der Typ da, ja, habe ich gesagt, ich will erstmal 2 Wochen lang die Firma kennenlernen. Ich bin also 2 Wochen lang stumpf nur im Unternehmen rumgefahren, habe Standorte besucht, habe versucht, Menschen kennenzulernen, die Mitarbeitenden mich erstmal vorzustellen, sagen, wer bin ich überhaupt, bevor ich dann irgendwie da mit einem Gläschen Sekt irgendwo in der Zeitung erscheine. Das hätte ich total schräg gefunden. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, wo kann ich mal hin? Und dann ist natürlich Ausbildung ein ganz wesentliches Thema auch bei uns. Und gerade junge Menschen zu begeistern und zu sagen, warum findet ihr uns toll als Unternehmen oder was müssen wir tun, damit ihr uns auch morgen noch toll findet und bei uns bleibt. Und da war eben diese Runde für mich gut und schön. Und ich hatte gerade vor ein paar Wochen wieder eine ähnliche Runde. Ich war wieder im Ausbildungsbereich, hatte da auch wieder so 25 Auszubildende und duale Studenten. Ne? Und das ist extrem erfrischend, weil die sehr unvoreingenommen Feedback geben, hatten Fragen vorbereitet, waren überrascht, dass ich auch Fragen an sie hatte. Und da kam eine sehr, sehr gute Diskussion in Gange, wenn ich sonst sehr viel mit Führungskräften, Geschäftspartnern in so einem reinen Berufssetting immer sehr stark auf die Sache ausgerichtet zu tun habe, ist das mal ein anderer Blick. Und natürlich haben unsere jungen Menschen im Unternehmen, die noch nicht so lange da sind, auch öfter mal einen sehr guten kritischen Blick auf uns und das schätze ich sehr. Und können Sie so ein Beispiel bringen, was Sie da mitgenommen haben aus dieser Diskussion, wo Sie sagen, Mensch, das hätte ich jetzt woanders nicht so klar zurückbekommen oder unvoreingenommen? Ja, also die Frage von Veränderungsgeschwindigkeit, Mut, Dinge zu verändern. Ich glaube, da nehmen die wahr, dass wir zum Teil zu langsam sind, wenn ich dann frage, in eurem Umfeld, wenn ihr mit Freunden redet, wie sehen die denn auf, wie schauen die auf uns, auf EWE und sagen die sofort, jawohl, die verbinden wir mit Klimaschutz beispielsweise, ein großes Thema für uns. Also sagen die, na, so Klimaschutz, ne, ihr macht hier Strom und Gas und Telefon, so, alles gut, aber nee, irgendwie so digital und Klimaschutz und so, nee, da steht ja irgendwie nicht für. Ne? Okay, was müssen wir denn tun, um das auch zu ändern und zu zeigen, dass wir das tun? Wir tun das jeden Tag, aber wir müssen es auch transportieren. Ne? Und das ist so eine Transformation, da ist das nochmal ein Impuls, zu sagen, okay, noch mehr reinschmeißen, also es kommt mal auf den Bezug zum Sport, ne? Ja. Also noch mehr reinhängen, noch mehr machen, um Traktion, also um die Punkte zu machen und nicht nur zu trainieren. Auch mal schweißtreibend. Auch Schweiß und, ja, und viel Kraft reingeben. Absolut. Danke.
Wir haben ein ziemlich neu aufgestelltes Team, das kann man nicht anders sagen. Das hast du ja auch eben beschrieben, dass es ein neuer Kader ist. Wie finden da die Spieler zueinander? Was hast du als Head Coach da für eine Rolle, um daraus so ein Team zu formen, das eben auch respektvoll miteinander umgeht? Ich glaube, da ist wichtig, von Anfang an mit dem Spieler ehrlich zu kommunizieren. Weil mittlerweile jetzt auch durch Entwicklung der Sozialmedien und die Informationen gehen schnell weg von Oldenburg nach USA oder nach andere Ecke des Welt. Und die Spieler wollen auch vor dem Unterschied des Vertrags mit dem Trainer zu reden. Einfach zu sehen, wie ist Kommunikation mit dem, und natürlich auch die Spieler wollen auch wissen, ja, was ist der Coach-Philosophie und was oder wie sieht er mich in diese Bild, ja, und was ist meine Rolle. Ja. Und natürlich, wie gesagt, erst dann, wenn die sind überzeugt über Programm, wenn die sind überzeugt über das, was er soll als Rolle übernehmen, dann unterschreiben die Vertrag. Und natürlich, dann hat man beim ersten Trainingstag hat man 12 solche Spieler. Aha. Denen hat man immer etwas gesagt und das ist deine Rolle. Und natürlich, wie gesagt, alle Spieler dann ein bisschen, wenn die sehen, der Verein hat unterschrieben den und den, informieren sich in den Spieler und schauen, weil das ist immer wieder ein Konkurrenzkampf für seine Minuten und seine Position. Und das ist erstes Mal der Kontakt, um Hierarchie und Rolle zu verteilen. Zweiter Kontakt ist dann, für mich extrem wichtig, dass die Spieler in erster Woche, ohne zu viel in den Rollen, in den Konzepten zu gehen, dass sie sich menschlich kennenlernen. Weil ich sehe diese Rolle und respektvolle Umgang sehe ich von zwei Seiten. Von einer fachlichen Seite und von einer menschlichen Seite. Und wenn die Spieler zwischen sich kennenlernen, und das ist das Ziel in erster Woche, wie gesagt, auch als Team etwas unternehmen. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel Stadtbesichtigung gemacht und die Spieler haben sich sofort kennengelernt, ausgetauscht, ohne fachlich und ohne seine Qualitäten zu sehen in der Halle. Dann haben wir in der Halle die ersten 5 Tage allgemeine Übungen gemacht, ohne an die Rollenverteilung zu gehen, um einfach diesen Prozess irgendwo eine Basis zu geben und dann nächste Woche gehen in den Rolleaufteilung und mit offensive Konzept sagt man, wir sagen in dem System, wir wollen Qualitäten von den und den Spielern nutzen, von den Spielern wollen in diesem System den und den Qualitäten nutzen und wir müssen schauen, dass wir zusammen, ja, mit unseren Setplays, den wir spielen, zur Geltung bringen. Und natürlich gibt es auch den Konkurrenzkampf, wo sagt man, einer in sich denkt, ey, wenn Peter kann das machen, ich kann das auch so machen. Und das geht ständig, wie gesagt, tatsächlich, die zeigen, ja, warum der Spieler hat diese Aufgabe, warum hat er diese Aufgabe. Und natürlich diejenigen, die haben größere Aufgaben, müssen täglich das zu beweisen, um diesen Respekt von Konkurrenz auch zu bewahren. Und wenn ich wäre jetzt Spieler bei dir und ich wäre der Meinung, dass ich die Qualität eben besser hätte als Peter in dem Fall. Und wie hältst du mich denn dann bei der Stange? Weil ich ja natürlich erstmal wahrscheinlich frustriert bin, weil ich meine, ich kann das besonders gut und besser als der andere, dass ich da weiß, okay, ich bin trotzdem Teil des Teams und ich kriege meine Chance. Wie funktioniert das? Es ist so, dass tatsächlich muss man beweisen, warum ist der hier, warum ist der hier. Und das gibt auch durch den individuellen Gespräche, durch die Videosituationen, wo zeigt man jemanden, guck mal, er ist schneller in Entscheidungen als du und du brauchst noch Zeit. Und natürlich, wie gesagt, wir zählen auf dich, aber du brauchst noch Zeit, um ihn zu erreichen. Und wie gesagt, sofort, wenn du holst sein Level oder wenn du über ihn, dann die Rolle können sich ganz schnell ändern. Oder wie gesagt, du musst auch so sehen, dass, ja, Peter ist nicht dein Konkurrent, sondern deine Leistung ist dein Konkurrent. Ja. Und wenn du bringst die Leistung, dann automatisch, ja, deine Leistung zählt besser als Leistung von deinem Starter, dann hast du die Rolle verändert. Wie hat ein Kollege das von dir so schön mal gesagt, wenn man vom Trainer nicht mehr angeschrien wird, hat man ein Problem, weil man dann nicht mehr gesehen wird quasi. Ich weiß nicht, teilst du das Bild?
Nein. Es geht um Korrektur. Wenn ein Spieler kriegt keine Korrektur, dann die Spieler denkt, er hat die aufgehört, auf mich zu reden. Okay. Ja, aber nicht nur anschreien. Ja, also ich, das ist ja eher so in der Interaktion. Also es hat genau, in der Tat Lacher gekostet, dieser Satz. Aber mit dem Thema, ich bin sichtbar und ich, ne, wenn keiner mehr nach mir guckt, dann bin ich vielleicht schon abgeschrieben. Das genau, ist, glaube ich, eher das Bild dahinter. Genau. Ja, EWE, Sie hatten gerade gesagt, dass die Auszubildenden ja einen anderen Blick mitbringen. Und Sie haben ja auch, die Kundenpalette ist ja auch sehr breit aufgestellt. Sie haben also vom Alter, von den Anforderungen, von den Produkten, die gekauft werden. Und Diversität ist ja immer wichtiger bei EWE, auch auf der mitarbeitenden Seite quasi, das auch abzubilden. Wie schätzen Sie das ein? Wie divers ist EWE? Wie gehen Sie mit dem Thema um? Welche Rolle spielt das? Also Diversität hat ja ganz viele Facetten. Das wird ja oft reduziert auf Geschlechter oder sonst irgendwas oder ethnische Herkunft oder sowas. Das ist viel zu wenig. Ich glaube, ich sage auch, ein Team von mittelalten weißen Männern mit Glatze, so wie ich, kann auch divers sein, wenn es eben andere Charaktere sind. Ne? Also auch andere, keine Ahnung, Grundüberzeugungen, Fähigkeiten sind. Das ist ja genau wie im Team. Ich brauche halt nicht nur die Mittelstürmer, das ist keine gute Mannschaft. Ich brauche Leute, die Positionen, die ich in Summe brauche, gut besetzen. Und gleichzeitig sind wir als Unternehmen sehr divers, weil wir eben sehr viele Produkte haben. Wir haben Infrastruktur, wir haben auf der Kundenseite Gaskunden, Stromkunden, wir machen Telekommunikation, Infrastruktur, wir haben ganz viele Kundenkontakte, wir haben neue Themen wie Wasserstoff, Innovationsthemen, digitale Themen, also ein sehr, sehr großes Spektrum. Darum ist es auch extrem spannend. Damit ziehen wir, glaube ich, auch sehr diverse Menschen an, weil die sagen, ja, das ist spannend. Sind wir divers genug? Nein. Ich glaube nicht. Warum? Weil wir schon noch in der traditionellen Welt sind. Ich glaube, da muss ich auch ein Stück weit meinen Vergleich nochmal bemühen. Ich war lange in Schweden, für eine schwedische Unternehmung gearbeitet. Da sehe ich es beispielsweise bei der Art und Weise, wie man Frauen in Führung mal als ein Beispiel bringt, wie man Beruf und Privates im Kontext von Führung und Anspruch an Führung verbindet, schon noch hier zu wenig. Ich glaube, wir lassen da ganz viel Potenzial liegen. Da arbeiten wir konsequent dran, indem wir Stellenausschreibungen anders formulieren, indem wir Führung in Teilzeit anbieten, indem wir uns mal fragen, muss es immer der perfekte Kandidat oder die perfekte Kandidatin sein? Oder kann es auch eine Lösung sein, wo ich sage, ich gucke mehr auf eine Managementfähigkeit, weniger auf eine Fachlichkeit. Ne? Und den Mut zu haben, zu sagen, lass uns das mal zulassen, weil Diversität ist auch immer anstrengend. Ne? Also da hat man immer auch mal Querköpfe dabei, die irgendwie querschießen, die mal eine Ansprache brauchen, die vielleicht ihre Rolle nicht wollen. Aber das macht wach, das hält uns am Laufen und am Leben und am Denken. Ja, und das alles dient ja, ich komme wieder darauf zurück, am Ende nämlich dem Kunden am Ende gegenüber einen guten Job zu machen. Dort einfach gut zu sein. Und da ist dieses Diverse wichtig. Und ich glaube, es ist ein permanenter Weg, aber wir müssen da mehr tun und wir wollen da mehr tun. Und wo ist da so die Grenze? Also weil ich gerade gedacht habe, Sie haben gesagt, es ist wichtig, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Bilder auch zuzulassen, um auch das beste Ergebnis zu bekommen. Und wo ist da so der Cut, wo Sie sagen, so ja, dann funktioniert eine Organisation auch nicht mehr? Also ich glaube, klar ist es, die Rollen sauber zu definieren. Eine diverse Struktur oder auch eine agile Struktur, von der wir heute viel reden, muss man ein bisschen aufpassen, dass man den Begriff nicht überstrapaziert, aber eine andere Art zu führen, mehr zu coachen. Da kommt auch wieder die Anlehnung, glaube ich, an den Sport, ist klug und richtig, weil viele Mitarbeitende heute, gerade die jungen Menschen, auch einfordern, ich will Teil der Entscheidung sein. Ich will da nicht irgendeinen haben, der oben was runterschmeißt und sagt, ich hau die Hacken zusammen. Das war noch nie so, aber es ist im Moment auch mal deutlich mehr geworden, dass ich andere Arten von Zusammenarbeit bringe, die nicht in dieser Hierarchie denke sind. Also wir sagen immer so in Silos, ne? Dass ich sage, ich habe hier eine Abteilung, die macht ihr es, die nächste macht ihr es. Wir sind in einer viel, viel arbeitsteiligeren Welt. Weil beispielsweise, wir verkaufen nicht nur Strom und Gas, fertig, sondern wir verkaufen Speicher, wir verkaufen Elektromobilität, Photovoltaikanlagen aufs Dach, die Verknüpfung all dieser Themen miteinander. Also wir haben plötzlich eine große Vielfalt an Themen und die sind so komplex und das ganze System, in dem wir gerade leben, in das wir uns bewegen, ist nicht mehr 1000 große Kraftwerke und da am Ende sind ein paar Kunden, sondern wir haben plötzlich mehrere Millionen Kraftwerke. Jeder Kunde ist plötzlich, wenn er eine PV-Anlage hat, ein kleines Kraftwerk. Und ist auch noch ein Energiespeicher, wenn er wie noch im Keller einen Speicher hat. Und sein Auto ist auch noch ein Energiespeicher. Und der fährt dann auch durch die Gegend. Das müssen wir alles irgendwie stabil managen, ohne dass die Lichter ausgehen. Und das kann ich nicht mehr in einer traditionellen Struktur abbilden. Und deshalb brauche ich auch andere Arten, miteinander zu arbeiten. Und ich brauche Köpfe, davon haben wir gerade gesprochen, die dann auch mal
Sachen hinterfragen. Und gleichzeitig brauche ich eine Führungsmannschaft, die dann bereit ist, Verantwortung zu tragen und auch zu entscheiden. Weil basisdemokratisch funktioniert es leider in so einer komplexen Struktur auch nicht. Absolut. Vielen Dank. Mladen Rikip Holding ist in der Tat, also jetzt nicht nur seit dieser Saison, ein langjähriger Spieler, der einfach viel Erfahrung mitbringt und auch eine besondere Art hat, im Team mit den anderen umzugehen. Was ist denn aus deiner Sicht das, was ihn zu einem Spieler macht, der besonders viel auch Respekt verdient hat? Es imponiert in Ricky ja, die beide Seiten der Person, ja, als Sportler. Es tatsächlich muss man in 15 Jahren ja, selben Weg von seiner Wohnung zur Trainingshalle fahren, zweimal täglich, nicht nur einmal täglich. Dann muss man tatsächlich auch ja, in jedes Spiel ja, sich wiederholen ja, und in die gleiche Halle spielen und so weiter und so weiter. Und noch immer genug Motivation haben wie beim ersten Tag. Das ist als Sportler, es ist faszinierend. Ich glaube, wie gesagt, dass Bundesliga und EW Baskets Oldenburg werden so einen Sportler nicht mehr an sich binden können. Ja. Und als Person, glaube ich, wie gesagt, ja, er hat auch mit diesem Verein, mit diesem Team sich auch entwickelt und gewachsen von Saison zu Saison. Weil ich kannte ihn nicht von Anfang an hier, aber habe ich von Herren gehört, dass er war schüchtern und auch zurückhaltend und dass er tatsächlich, wie gesagt, auch sehr schwer in Kontakt gegangen ist. Und muss ja auch aus meiner Erfahrung sagen, 2015, wo ich den Team übernommen habe, als Nachwuchstrainer, ein gutes Nachwuchstrainer, der wollte nie im Profibereich arbeiten, ja, hat man die Aufgabe von Herrn Schiller bekommen, die Aushilfen leisten in den Profibereich. Und natürlich erstes, was mir in meine Gedanken ist gefallen, ich brauche Hilfe. Von wem? Von Captain, von Ricky. Dann habe ich immer gesucht, von Ricky ein Feedback bekommen, wie er sagt, ja, was braucht die Mannschaft, ja, wie soll ich ja, mich gegenüber der Mannschaft aufstellen und so weiter und so weiter. Wo waren Probleme bis jetzt? Ja, wir können die Probleme lösen. Und dann habe ich in ersten Kontakten gesehen, auch, dass er ein bisschen zurückhaltend ist. Und mittlerweile, wo hat er gespürt, diese Ehrlichkeit in Fragen? Und wo habe ich auch gesagt, Ricky, ich teste dich nicht oder ich teste nicht, ich brauche tatsächlich deine Unterstützung. Ja? Für mich selbst und natürlich, wie gesagt, mit deiner Unterstützung, mich selbst, du unterstützt auch den Entwicklung des unserer Arbeit als Team. Und dann habe ich gesehen, dass er sich immer mehr und mehr geöffnet und dann auch diese Eröffnung und diese Kontakt zwischen mich und Ricky, wie gesagt, ist immer enger geworden. Und natürlich gegenüber die anderen, glaube nur diese Fakten, dass er so lange ist hier, dass er hat so viel für diesen Club gemacht hat, für die Entwicklung des Clubs, für deutsche Basketball in der Bundesliga und dass jeder kennt ihn, holt sehr viel Respekt für neue Spieler hier und natürlich auch menschliches Umgang mit denen, der wahrscheinlich, wenn er sieht, ein 24-Jähriger hier in selbe Trikot, dann fühlt sich verpflichtet, seine Erfahrung ihm zu geben. Und dann auch die Anweisungen, wenn er sieht, dass einer etwas falsch macht oder dass er benimmt sich nicht professionell. Und natürlich auch noch immer, glaube ich, für diese jungen Leute, er dient als ein Prototyp Profisportler. Wie nimmt man seine Aufgabe in Profisport und wie trainiert man, um einfach, wie gesagt, lange auf einem Level zu bleiben. Wenn du von ihm sprichst, finde ich, hört man auch den Respekt sehr raus, das ist ganz schön. Es gibt ja beim Spiel gegen Bamberg gab es ja die Situation, dass er dich direkt nach dem Spiel einmal umarmt hat, nach dem Sieg.
Was bedeutet dir diese Geste? Ja, es ist natürlich Beweis, wie viel schätzt auch meine Arbeit hier und wie viel schätzt er unsere Energie von nicht nur von mir, sondern auch von ganzem Trainerteam und auch, wie gesagt, wie viel wir bemühen uns, die Mannschaft vermitteln, das, was wir wollen. Und natürlich bei einer Niederlageserie, erster, der steht in Kritik, ist Kopf des Mannschaft, das ist der Trainer. Und natürlich, er hat auch, weil er kennt Situationen in dem Profisport und er kennt auch die Mechanismen des Profisport. Und er kennt auch die Oldenburg und er weiß auch, wie er sagt, wie, von welcher Seite kommt die Kritik. Und er wollte allen zeigen, wie er sagt, dass in erster Linie, dass wir stehen zusammen durch die Krise. Und zweitens glaube ich, dass er hat auch gewollt zu zeigen, wie er sagt, wir glauben in den Trainer und wir werden alles tun, mit Trainer über diese Krise hinauszuwachsen. Also als Zuschauer hat man Gänsehaut bekommen, finde ich. Das kann ich zumindest so mal weitergeben. Wo du Frage gestellt hast und wo habe ich erzählt, habe ich auch Gänsehaut bekommen. Und ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und das sind Bilder, die wird man auch lang mit sich tragen. Schön. Umarmungen sind eher selten im beruflichen Kontext. Gibt es schon mal, aber weiß ich nicht, ob Sie auch so eine Situation mal erlebt haben oder eine andere Geste, wo Sie gesagt haben, Mensch, das hat mich auch getragen oder das ist mir immer noch in Erinnerung geblieben. Gibt es da was? Also ehrlicherweise muss ich sagen, in meinem Berufsleben ist das eher selten. Ich habe es noch nicht so in der Art, sicher auch nicht so emotional erlebt. Ich glaube, die Ähnlichkeit ist da, dass wenn man besondere Situationen hat, die einen auch selber anfassen, die einen persönlich anfassen, dann zu spüren, dass ein Team um einen rum oder Kollegen um einen rum zu einem stehen. Das ist meistens entweder in einer Krise, wenn es irgendwie echt schwer ist und man gerade auch manchmal privat ein Thema hat, das man auch mal mit Kollegen teilt, weil wir natürlich auch Menschen miteinander sind und Freunde im Teilen auch natürlich im Unternehmen sind. Und dann Rückhalt zu bekommen, das gibt Kraft. Das ist, glaube ich, das Bild, was Mladen gezeigt hat. Das passiert. Oder wenn man auch mal Situationen hat, wenn man sich verändert und dann nochmal ein Feedback bekommt. Das ist, man muss immer aufpassen, Beerdigungen und Verabschiedungen sind ja immer mit viel Lügen, wie man so sagt, klischeehaft belegt. Aber da auch nochmal zu spüren, was sie da lässt, wo Leute sagen, Mensch, mit dir habe ich gerne gearbeitet. Oder eben, wie gesagt, in besonderen Situationen, in denen was ganz gut läuft, aber oft auch, wenn es schwer wird, zu sehen, wer steht einem dabei und wer macht schnell mal sozusagen das andere. Das macht viel mit einem selbst. Und ich finde, man spürt ja, egal, also welche Form der Trauer es auch ist, ob man sagt, man geht aus dem Unternehmen oder ob wirklich ein Trauerfall. Man spürt ja, was ehrlich gemeint ist, oder? Also das finde ich auch bei einer Trauerrede so. Ja gut, ich habe zum Glück jetzt damit nicht so Erfahrung, obwohl ich mal Messdiener war und leider an vielen Beerdigungen dann da mit tätig war. Aber nein, ich meine jetzt mal in den beruflichen Kontext gezogen. Ich glaube, jeder spürt das schon und natürlich ist gerade in meiner Position auch schwer, wirklich offenes, faires Feedback zu bekommen. Da müssen auch Menschen den Mut zu haben, die dann sozusagen in einer jetzt beruflichen Abhängigkeit gefühlt sind. Und das hat wieder was mit dem Thema Respekt zu tun. Wie gehe ich mit denen um? Lade ich die dazu ein, kritisch zu sein, auch mal zu sagen, ey, das hat mir jetzt gerade nicht gefallen oder ist auch nicht gut. Und das Gefühl zu haben, das tun die dann auch. Und das sind meistens genau die, die auch in einer blöden Situation dann zu einem stehen und sagen, pass auf, du hast mich so behandelt, ich helfe dir jetzt auch. Und ich finde, das sagt sehr viel über Menschen aus und über die Art, miteinander umzugehen. Und das macht am Ende auch ein Unternehmen mit einer Führungsmannschaft und mit einem Team. Es geht ja runter bis in jeden einzelnen Mitarbeitenden runter aus. Und das zieht dann die Stärke. Ich finde, da kann ich sehr viel dran ablesen, wie Menschen ticken. Und woran merken Sie, dass das ein ehrliches Feedback ist? Also haben Sie da so für sich so einen Seismographen? Ich hoffe, ich habe genügend selbstkritischen Blick auf mich selber. Ich nehme mich hoffentlich nicht so wichtig, wie das manchmal so der Fall ist, im Klischee. Versuche auch im privaten Umfeld natürlich ein bisschen Feedback einzusammeln, weil alle haben eine Meinung zur EWE, oft auch eine kritische, ja, auch zu Recht dann vielleicht.
meine Kolleginnen und Kollegen dazu einzuladen, wirklich auch offen zu sagen, was ich glaube, ich habe da eigentlich eine Art und Weise, die gut funktioniert. Ich gehe halt zu den Azubis, wir haben Blogs, wo wir eben sehr offen schreiben, was gerade passiert, was auch irgendwie uns bewegt und laden ein zu Kommentaren. Ich fahre jetzt, als es Corona zugelassen hat, raus und besuche in allen Regionen dann Kolleginnen und Kollegen vor Ort, lade die ein auf eine Tasse Kaffee, da sehen wir manchmal nur 20, 25 Leute. Und dann kommt auch eine Diskussion im Gange und da habe ich nicht das Gefühl, dass Leute sich zu sehr zurückhalten, sondern dass sie auch wirklich sich trauen, Themen auf den Tisch zu legen, die sie sonst nicht loswerden oder mal bei mir loswerden wollen. Und ich nehme die dann auch mit und versuche da mal was zu tun. Und das zeigt mir, dass wenn die Bereitschaft da ist, offen zu reden oder mir Leute mal eine Mail schreiben oder mich anrufen und sagen, Herr Dola, ich will einfach was loswerden, ich habe hier irgendwie gerade ein Störgefühl, dass sie sich das trauen und tun, das ist für mich das beste Zeichen, dass da so ein Vertrauen und eine Offenheit da ist. Ja. Und umgekehrt laden Sie, glaube ich, dazu ein, so wie Sie es gerade beschreiben. Ne? Ich hoffe das. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Vorgesetzten, glaube ich, eine Führungskraft, die nur gute Nachrichten hören will. Weil das ist Katastrophe, das funktioniert nicht, sondern es muss eine gute Balance sein. Klar fordere ich auch Leistung von der Mannschaft. Das ist so, das muss so sein, ansonsten überleben wir am Ende nicht, dann steigen wir ab, das wollen wir nicht. Haben eben eine Verantwortung, auch einen guten Job zu machen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man nicht trotzdem auch sehr, sehr gutes Ohr haben muss für Kritik. Und gerade aus der Mannschaft raus, weil die Intelligenz sitzt in der Tiefe der Unternehmung, die sitzt nicht im Vorstandsbüro. Mhm. Hoffentlich ein bisschen auch, aber nicht alleine. Ja, und ich finde, EWE ist einfach sehr verankert hier in der Region. Mhm. Und als Beschäftigter ist es, also habe ich es auch erlebt, dass es dann heißt, du bist doch EWE, du musst doch uns jetzt sagen, wieso ist das so oder wie ist das anders? Ist es als Vorstandsvorsitzender wahrscheinlich noch viel stärker so, dass Sie können das doch entscheiden, machen Sie es doch einfach anders, ne, dass solche Bilder vielleicht auch dabei sind. Gut, kann ich machen, tue ich aber nicht, ich finde, es ist dann auch wiederum, finde ich jedenfalls nicht respektvoll, auch gegenüber der gesamten Organisation, zu sagen, da gibt es einen, der entscheidet alles. Das ist immer unklug, das ist verführerisch, aber ich glaube, es ist nicht gut. Gut ist, die Entscheidung dahin zu legen und das Vertrauen für Entscheidungen dahin zu legen, wo die höchste Kompetenz für Entscheidungen sitzt, darauf zu vertrauen, dass da die richtigen Fähigkeiten sind. Im Sinne von einem Coach zu gucken, dass die Teamzusammenstellung funktioniert, dass Leute an ihren richtigen Stellen auch eingesetzt werden, dass sie die Qualifikation vor allen Dingen haben, dass ich nicht was verlange, ohne eben ein passendes Training dafür zu geben, das geht auch nicht. Fehlertoleranz, auch mal zuzulassen, dass ich halt mal einen schlechten Lauf habe vielleicht, ohne dann gleich in Verzweiflung zu gehen, aber dann eine Lösung zu finden, dann zu gucken, was kann ich tun. Mal Positionen zu wechseln, Sachen auszutauschen, das ist so in dem Sinne schon ein großer Teil meiner Aufgabe, ja. Zu glauben, ich weiß alles besser, ist der größte Irrglaube, den ich haben könnte. Und das wäre auch respektlos. Hm. Danke. Du hast auch eine herausragende Position bei den Baskets. Du hast eben schon angedeutet, dass du das zum Start mit Ricky auch ganz intensiv gemacht hast, die Rückmeldung geholt. Wie ist das jetzt? Wo holst du dir ein Feedback? Wo hast du Vertraute, wo du sagst, ich möchte gern von dir wissen, wie erlebst du mich gerade oder was soll ich anders machen? Wie gehst du damit um? Es ist wichtig, glaube die Beobachtungsgabe in diesem Job und auch in der Führungsposition. Besonders, ich erinnere mich damals, mein Vater hat mir auch immer gesagt, wie gesagt, am schwierigsten ist, mit Menschen zu arbeiten. Weil er sagte, da sind so viele Charaktere und das ist so viele individuelle Ziele und soziale Problematik und so weiter. Und das muss man alles unter einen Hut kriegen. Und für mich ist wichtig, das Wohl des Mannschaft. Für mich ist auch wichtig, wie gesagt, dass die alle anderen sind glücklich. Und wie gesagt, meine Position, ich stecke immer dahinter. Und natürlich, wenn man jetzt beobachtet, die Spieler, wie die kommen zum Training, dann sofort analysiert man, ist gestern etwas beim Training passiert oder beim letzten Spiel, von wo kann Problematik kommen, dass er benimmt sich anders als gestern. So. Und dann sucht man, wie gesagt, durch Befragung sich selbst, okay, ist das
vielleicht von gestern, dann spricht man das an. Wenn man findet nichts, dann weiß man, dass es etwas Persönliches oder beziehungsweise in Familien passiert. Und dann versucht man ihm auch helfen, weil dieser Einfluss, der er bringt, mit kann auch den Schaden der Entwicklung des Mannschafts beziehungsweise der Atmosphäre bei dem Training. Und natürlich auch durch Austausch der Spieler, und da sieht man auch, wie er sagt, ob ich habe jemanden eventuell nicht respektvoll behandelt, das sieht man auch sofort mit dem Kontakt und mit der Ehrlichkeit, die geht ja einer zueinander. Wie er sagt, jedes Mal, wenn wir fangen mit dem Training an, ich gehe von der Spieler zu Spieler, wir geben den Hand einer zu anderen und ja, machen wir Smalltalk, alles gut, wie geht's und so weiter. Und dann sofort in diese kleine Austausch kann man so führen, wie gesagt, bei dem Handdruck und mit dem Spannung in den Körper, ob tatsächlich alles stimmt oder nicht. Und natürlich, dann muss man sich auch selber befragen, ja, wo ist Problem oder wo konnte Problem sein. Und natürlich auch dann, wie immer, wie gesagt, ich habe Ricky als Captain und tausche ich mich auch, wie gesagt, nach dem Spiel, wenn wir verloren haben, wie gesagt, dann kommt Analyse des Spieles. Und dann, wie gesagt, frage ich nach Ricky, war das genug ehrlich, war das hart oder war okay? Ja, und dann kriegt man auch, wie gesagt, die Informationen. Und natürlich auch, wie gesagt, den Austausch mit meinem Trainerteam, mit Sportdirektor und auch sehr intensiv mit Hermann Schüller, was die von außen sehen und so weiter und so weiter. Und natürlich dann versucht man auch, das selber reflektieren und Ursache finden und versuchen, das auch besser zu machen. Wir haben ganz viel über Respekt im Team gesprochen. Jetzt endet Respekt da ja nicht. Wie schaffst du es denn, dass das Team auch mit dem Gegner respektvoll umgeht und gleichzeitig aber den Biss nicht verliert und zu sagen, wir wollen schon gewinnen und eine gewisse Aggressivität natürlich auch nutzt? Ja, das ist ein bisschen in Vorbereitung zu Spielen immer eine Frage. Ja, natürlich, denn Informationen, die Spieler nehmen, wenn man spielt am Sonntag gegen Alba Berlin oder München, ist sehr groß. Wenn man spielt gegen ein Spiel, der ist nicht so qualitativ wie zwei genannte Mannschaften, dann fragt man sich tatsächlich, wie viele Informationen von unserer Seite müssen wir geben, dass den Spieler gehen entgegen des Spiels, entgegen des nächsten Gegners mit vollem Respekt. Und glaube, das ist auch die Kunst, weil es ist schwieriger, wenn einer hat sich Bild gemacht über etwas, diese Bild zu verändern. Und wir versuchen tatsächlich, jeden Gegner respektvoll vorbereiten und seine starke Seite zu zeigen. Und eventuell, wie gesagt, Alba Berlin, Bayern München, die haben 10, 11 Spieler, über die kann man viel sagen. Kleinere Vereine haben nur 6 Spieler, über denen kann man die Informationen geben. Und das ist wichtig für uns, gegenüber den Gegnern sich respektvoll zu präsentieren gegen unser Team und natürlich auch das anfordern, dass die respektieren jede Fähigkeit von den Gegnern. Und dann, wenn das auch nie genug ist, dann sagen wir auch, wie gesagt, wir müssen auch respektieren, dass wir müssen unsere Leistung auf maximal bringen und wie gesagt auch so versuchen, diese eventuell mangelnde Respekt gegenüber der Qualität von Gegner zu mindern. Also ist auch da Respekt in Form auch von Demut zu sagen, ne? Selbst wenn ich denke, der Spieler oder der Gegner könnte vielleicht ganz einfach für uns sein, dass das nie die richtige Einstellung ist, sage ich das so. Das ist korrekt. Das ist wichtig und das ist auch wichtig, dass wir auch respektieren jede Situation, dass wir respektieren jede Pick-and-Roll-Situation auf dem Spielfeld und einfach, wie gesagt, alle Spieler in der Bundesliga kennen Basketballspieler, nur ist Frage, wie die gute Entscheidungen treffen können unter dem Zeit- und Raumdruck. Ja, wenn die haben nicht viel Zeit und wenn der kleine Raum ist, zur Entscheidung zu treffen, dann ist die Frage, wie die gut tauschen. Und das ist das, dann muss man auch in voller Respekt auch unsere Spieler beizubringen, dass das tatsächlich
Jeder will seinen Wurf treffen, wenn er hat sein Komfort-Speed. Danke. Wir haben über Respekt im Umfeld gesprochen und wir hatten ja das Kundenbeispiel, hatten wir ja eben schon. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Welchen respektvollen Umgang wünschen Sie sich denn mit den Medien zum Beispiel? Also wie sollen die Medien respektvoll mit einem Unternehmen umgehen oder wie ist da ein respektvoller Umgang möglich? Ja, also ich finde, muss man immer ein bisschen aufpassen, was ist jetzt Medien. Respekt erstmal, so, was okay. ja verschiedene Facetten hat. Mhm. Also einmal ist dieses Thema Respekt im Sinne von, okay, ich muss wach bleiben, was ich vorhin gemeint habe. Also ich muss schauen, dass ich wirklich versuche, auch aufmerksam zu sein. Das ist egal, ob es gegenüber Kunden, Wettbewerbern, die behandle ich anders als meine Kunden. Ne? Am Ende sollte ich aber alle fair behandeln. Ich glaube, das ist der Kern dann, also Fairness hört dazu. Da finde ich dann, hören die Medien auch dazu, die sollten fair sein. Fair heißt aber, die können auch brutal sein. Die können auch offen sein, die können klar sein, ja, die können mich auch hart anfassen, ne? Die können auch mal tackeln oder was auch immer. Ne? Und auch, müssen auch ihre Körbe werfen, damit sie ihre eigenen Kunden, ihre Leser oder Zuschauer überzeugen. Ich finde, das ist in Ordnung. Was ich mir wünschen würde, das ist nicht immer der Fall, ist, dass halt eine Fairness da ist. Das ist in meinem Erleben oft der Fall. Klar ist manchmal die Schlagzeile vielleicht so verführerisch, dass ich dann nicht immer ganz fair spiele, aber im Großen und Ganzen finde ich jedenfalls, arbeiten Medien schon fair im Sinne von Respekt. Und das tut mir manchmal weh, wenn ich dann lese, was sie schreiben. Das ist nicht immer objektiv, weil sie vielleicht nicht alle Wahrheiten haben, sondern auch mal eine Seite, eine Sichtweise darstellen von jemand anderem. Und ich habe natürlich eine andere Sichtweise drauf, aber das muss ich dann auch aushalten als Unternehmen, dass es eben auch einen anderen Blick gibt. Wir sprachen vorhin über die aktuelle Kundensituation. Das ist halt auch blöd und Kunden sind unzufrieden und dann muss ich das aushalten, dass die das auch lautstark sagen und sagen, das finden wir jetzt echt nicht gut. Ja. Und was Medien daraus machen, das ist dann deren Aufgabe, glaube ich. Und ich würde nur mir wünschen und einfordern immer Fairness, weil ich versuche auch immer fair zu allen, mit denen ich arbeite, zu sein. Mhm. Ich mache nochmal ein Beispiel, ist jetzt nicht die ganz perfekte Antwort auf die Frage, aber ein anderes Beispiel ist, wir reden ja im Kontext Klimaschutz, Klimawandel, unter anderem auch mit Fridays for Future. Fand ich erstmal sehr beeindruckend, dass die überhaupt bereit sind, mit so einem großen, bösen Unternehmen vielleicht zu reden, weil sie auch Vorbehalte haben. Und für uns natürlich auch so eine Berührungsangst, na, die fordern sehr aggressive Positionen in Sachen Klimaschutz, die wir vielleicht nicht alle schnell bedienen können. Wir sagen aber, wir gehen sehr konsequent diesen Weg weiter. Und ich sage immer, wir sind im Delivery Department, nicht im Promising Department. Also wir müssen echt abliefern, wenn wir sagen, wir machen das ja. Und das wollen wir. Und da hat sich ein guter Dialog entwickelt, der auch echt anstrengend ist. Ja? Weil die das Privileg haben, Forderungen stellen zu sagen und Fragen stellen zu dürfen und uns auch zu treiben. Das ist auch anstrengend, aber das ist trotzdem richtig und die tun das sehr fair, meine Wahrnehmung. Das ist nur so ein Bild. Also ich finde, immer Respekt einzufordern und zu sagen, bitteschön, alles nur recht freundlich, dann werde ich selber respektlos. Ja, dann werde ich faul, dann werde ich träge, dann werde ich selbstzufrieden. Das funktioniert nicht. Da bin ich kein guter Performer mehr. Und ich glaube, da entstehen auch gute Ideen einfach durch diese Absolut. Fragen und durch dieses Hinterfragen. Ja. Und das ist an anderen Punkten in Oldenburg, wird das ja auch schon genutzt, mit Fridays for Future in die Diskussion zu gehen. Und da passiert an vielen Punkten, glaube ich, was. Genau. Ja. Toll. Gibt es noch eine Frage, die Sie im Laden stellen wollen, jetzt, wo wir schon so zusammensitzen? Sie treffen sich ja auch nicht jeden Tag. Gibt's was? Wir haben uns gerade am Samstag beim Spiel getroffen, haben wir nachher nochmal schön zusammengesessen. Das fand ich eine schöne Diskussion. Wenn ich eine Frage hätte, ist natürlich immer so das Thema, wie reißt man sich morgens aus dem Bett zu sagen, so heute gehe ich los und mach was, wenn man in so einer jetzt gerade auch schweren Phase ist. Also was motiviert einen aufzustehen und zu sagen, so, heute geht's los? Ist es der Umgang mit Menschen? Ist es, ich will Punkte machen oder tolle Schlagzeile in der Zeitung haben? Also was motiviert einen, so morgens aus dem Bett zu steigen und sagen, so, jetzt gibt's aber Vollgas? Wir sind bei dem Thema Respekt und genau wie gesagt, in diesen Momenten, wir sind alle Menschen und wir haben alle Emotionen und wir brauchen alle Motivation, uns voll in den Zeug legen, in unsere Arbeit. Und trotzdem, dass Basketballtrainer zu sein, ist auch ein Talent, den man hat immer
als Sport gemocht und ist auch privilegiert, so einen Job zu haben. Und trotzdem braucht man Motivation. Und glaube, wie gesagt, in diese schweren Zeiten und diese Momenten, wo tatsächlich ist schwer, aus dem Bett aufzustehen, diese Respekt vor der Aufgabe, Respekt zu meinem Posten. Wenn ich als Kopf des Mannschaft hier kommt und komme ich mit ohne Emotionen, ohne Energie, dann kann ich auch nicht erwarten, dass meine Spieler werden die neue Energie erwecken. Ja? Ich habe jetzt vor kurzem denen gesagt, hier, ich habe nie euch definiert, was bedeutet EW, habe ich euch gesagt. Energy with Emotion. Ja? Sehr gut. Und Jungs, wie gesagt, das ist unsere Weg. Und wir dürfen nicht zweifeln kommen und wir müssen tatsächlich, wie gesagt, uns glauben und gehen dahin. Und wenn der Coach das vorlebt, nicht hier, und ich glaube, wie gesagt, dann werden die auch nicht diese Motivation von meiner Seite bekommen oder die werden auch nicht selbst Emotion und Motivation, Wände zu schaffen, selber vielleicht herausfinden. Und das ist was glaube ich, muss das vorleben. Und diese Respekt und Verantwortung zu dieser Aufgabe, glaube ich, wie gesagt, jede Morgen ja, nach der Niederlage hilft mir aufzustehen. Und ich glaube, habe ich auch vor kurzem gelesen, was hat auch Basti Schweinsteiger zu jemandem gegeben. Es ist wichtig, ja, immer wieder einmal mehr aufzustehen, als hinzufallen. Und glaube, das ist ein guter Spruch und dann nehme ich das mit und dann komme ich hier und bin ich, wie gesagt, mit Energy und Emotionen dabei. Danke. Hast du noch eine Frage an Herrn Dohler? Ja, ich frage mich immer wieder tatsächlich, wie schafft man Unternehmen von 10.000 Leuten, wie gesagt, zu führen und dann auch parallel irgendwo die Sorgen für diese Familien von 10.000 Leuten irgendwo so zu gestalten, dass tatsächlich ist man nicht 24 Stunden dabei. Weil ich glaube, wenn man tut das 24 Stunden, das ist extrem, extrem belastbar und es ist auch nicht möglich, glaube ich, in längeren Zeitraum diesen Job zu machen. Also ich glaube, es funktioniert tatsächlich nur dadurch, dass ich weiß, ich habe ein Team, eine Mannschaft, eine Struktur, die arbeitet. Es gibt eben Kollegen, Kolleginnen, die sind eben 24/7 da, die wissen, wenn eine Störung passiert, nachts um 3, fahren die raus und lösen das Problem für die Kunden. Und ich kann mich darauf verlassen. Das lässt mich ruhig schlafen. Ich kann dann also auch abends ins Bett gehen, ich kann mal zum Baskets gehen, mir ein Spiel anschauen, Spaß haben. Ich glaube, eine gewisse Fähigkeit hört dazu, auch abzuschalten. Das habe ich früh gelernt mal. Ich bin mal zur See gefahren ein paar Jahre und da war so die Rede, wenn man dann die Werkzeugkiste zuklappt abends, dann ist auch zu, auch Kopf zu. Ja? Und das kann ich dann auch ganz gut. Klar habe ich lange Tage und am Wochenende muss ich auch ran und. Also das ist schon sehr anspruchsvoll, aber es gibt eben auch die Zeiten, die ich mir nehmen kann für mich und Familie. Und Freunde und Freizeit, Spaß. Und die kann ich total genießen. Also das geht. Weil ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass ich eine Mannschaft habe, die den Job macht und gut macht. Kam das von Anfang an oder immer mehr mit Erfahrung? Ach, es gab nie so einen Plan, ich will jetzt Topmanager werden. Ich habe immer Lust gehabt, was zu verändern. Was zu bewegen, mit anderen Menschen zusammen Dinge zu bewegen in eine gute Richtung, das macht Spaß. Und dann ist das immer mehr gewachsen, man hat mir immer mehr Verantwortung gegeben, die ich gerne nehme, mit Respekt davor, vor der Verantwortung. Und jetzt bin ich hier und habe totalen Spaß, auch wenn es manchmal anstrengend ist, auch wenn Menschen mal kritisch mir gegenüber oder unserem Unternehmen gegenüber sind, aber das muss ich an mich ranlassen. Und ich glaube, solange ich das tue, schaffe ich es auch selber, aber auch mit dem Unternehmen besser zu werden. Und das reißt mich morgens aus dem Bett. Ich glaube, wir können einen Unterschied machen. Wir sind ein großes Unternehmen.
Das Thema Klimaschutz, das Thema Digitalisierung sind so zwei große Stichworte. Da können wir echt in den nächsten Jahren richtig viel bewegen. Und das finde ich, ist was, was mich selber antreibt. Meine Kinder fragen mich, was tust du denn für Klimaschutz? Ich kann ja was tun. Und ich tue das, weil ich überzeugt bin, es ist richtig. Und was auch gut für das Unternehmen ist, weil das der Weg ist, den wir als Gesellschaft gehen wollen. Und das ist total motivierend für mich. Das reißt mich morgens aus dem Bett. Ja. Das teilt ihr so ein bisschen, ne? Du hattest ja auch nie vor, hier Head Coach unbedingt zu werden, wenn du deine Geschichte erzählst. Nein, ich war, wie gesagt, sehr gut dabei, wie gesagt, und habe die Methodologie und die Technik, wie soll man jemanden beibringen in Jugendbasketball, und danach habe ich mich auch unterschiedliches Entwicklungsstadien bei den Kindern gewohnt und wusste, wie die ticken, und das war für mich, wie gesagt, auch meine Zufriedenheit immer irgendwo, wenn du bekommst ein Kind mit 14 Jahren, seine Entlassung mit 18 in Erwachsenenwelt zu sehen und Seniorenbasketball zu sehen und auch ihn wachsen zu sehen als Sportler und als Person. Und ich habe mich da, wie gesagt, immer gesehen und habe ich auch, glaube ich, über 20 Jahre lang gemacht. Und dann am Ende, wie gesagt, habe ich mich damit identifiziert und im Profisport, weil ich war glücklich da unten, war nie ein Thema. Darf ich noch eine Frage loswerden? Ich hatte einfach gesagt, was mich aufregt, nämlich Respektlosigkeit. Genau. Was regt Sie denn auf? Was ist so richtig so ein Thema, wo die Hutschnur rausgeht, wo richtig Ärger ist? Das ist genau das, was mich auch nervt. Respektlosigkeit gegenüber diese schönen Trainingszentren. Ja? Wenn ich sehe zum Beispiel, dass einer nutzt etwas und stellt wieder nicht zurück auf dieselbe Stelle. Ja? Oder wenn irgendwo, wie gesagt, ich vorbereite mein Training und ich sage, ich habe kennengelernt, dass die Spieler wollen nicht immer dieselbe haben, sondern das abwechslungsreich und so weiter. Und ich sitze vor jedem Training auf ein leeres Blatt Papier und mache ich mir den Gedanken. Erstens mal, wie gesagt, das Ziel ist, taktisch, technisch etwas zu verbessern, dahin zu kommen, aber versuche ich mir unterschiedliche Drills und Übungen. Und wenn ich sehe, und einer macht das mit 70%, dann bin ich echt wütend. Und auch, wie gesagt, das sind die Situationen, die jemanden auch demotivieren bzw. enttäuschen, weil ich brauche, wie gesagt, jeder von uns darf nicht zufrieden sein, was man das hat, sondern muss man auch das behalten können. Ja, und dann auch, glaube ich, auch Service bei EWE, ob heute 5 Minuten digitale Kommunikation ist gebrochen, da wird man tausende Anrufe bekommen und fragen, wie ist das möglich. Ja. Und die Leute schätzen nicht, dass 5 Jahre vorher hat alles einwandfrei funktioniert. Und wie gesagt, auch Verständnis für die Leute, die leisten etwas, ja, und nicht denen richtig zu schätzen und nicht richtig zurückgeben, deren Arbeit, das ist für mich auch ganz, ganz schwer zu vertragen. Mhm. Laden, Herr Dohler, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt noch zum aktiven Teil, nämlich zum Körbewerfen. Da freue ich mich drauf. Mal gucken, wer da die Nase vorn hat. Oder das ist ja eigentlich keine Challenge, sondern einfach mal ein gemeinsames Ausprobieren. Bei mir meinen Sie in Richtung des Korbswerfens. Da gucken wir gleich. Ah. Vielen Dank. Gerne. Danke.